So, ich bin jetzt in Bliesheim und ich freue mich sehr, dass ich den Jörg Burkhardt hier treffen kann. Der gute Jörg hat nämlich ein Projekt gestartet, das nennt sich 5-Euro-Haus. So, und da sind wir auch schon virtuell mehrfach miteinander, ich sag mal, zusammengekommen, weil du hast Sachen von uns geliked, ich like Sachen von dir. Aber erklär doch mal bitte allen, die das erste Mal was von einem 5-Euro-Haus hören, was sich dahinter verbirgt. Ganz einfach. Man übernimmt die Patenschaft für ein Haus, also man entscheidet sich für ein betroffenes Haus und aktiviert jetzt sein eigenes Netzwerk für dieses Haus, 5 Euro im Monat als Dauerauftrag zu spenden. Das heißt, der einzelne Spender merkt den Betrag nicht. Wenn es aber jetzt mehrere 100 Menschen gleichzeitig tun, dann merkt es der Empfänger auf seinem Konto ganz gewaltig, denn das Geld geht direkt auf das Girokonto des Empfängers. Das heißt, ich mache das komplett ehrenamtlich, also ich bekomme dafür keinen einzigen Cent, das ist auch vollkommen in Ordnung, so war es ja auch geplant. Und somit haben die Empfänger jeden Monat ein regelmäßiges Nebeneinkommen, das lassen wir als Schenkung laufen, sodass das Geld auch individuell verwertet werden kann. Das ist ganz wichtig, ne, dass wir hier über Schenkung sprechen und steuerliches Thema wird ja auch immer wieder gefragt. Pro Person können bis zu 20.000 Euro in 10 Jahren gespendet werden und der Empfänger muss es nicht versteuern. Pro Person wohlgemerkt, ne? Bis zu 20.000 Euro in 10 Jahren. Okay, also das heißt jetzt aber auch konkret, du suchst diese Fälle, diese, ich sag mal, die Leute, denen das Geld gespendet wird, die hast du alle mehr oder weniger persönlich kennengelernt, du guckst dir das da an und dann gibst du dazu auch ein entsprechendes Statement auf der Seite bei Facebook, habe ich gesehen, das kann ich mal einblenden. Es gibt noch darüber hinaus eine Homepage und dann sehe ich auch ganz konkret, wer das ist, der dann von mir das Geld bekomme. Und jetzt ist ein ganz konkretes Beispiel, wir sind jetzt hier in Bliesheim, du hast auch wahrscheinlich das Video gesehen, wie ich gestern, genau, ja, von dem Markus Wipper führt, ja, und der hat dieses Schicksal hier von den beiden Sohn und Vater, 81 Jahre, hier ohne Heizung und alles, leben die hier in dem Haus. Ja. Das sieht ja auch von außen alles noch so unbeschädigt aus, aber da drin ist ja alles nur noch, da ist ja nichts mehr drin. Ja. Dann hast du ganz spontan also ein Konto eingerichtet und jeder, der jetzt diesen beiden Herren spenden möchte, kann das sofort über deine Unterstützung und mit deiner Unterstützung machen. Genau, die Lösung ist ganz einfach. Man geht also auf die Website www.5-eurohaus.de. Wenn ich auf der Startseite bin, muss ich jetzt nur runterscrollen, bis ich auf das Objekt 41 komme. Denn dieses Objekt hat die Nummer 41, das Haus von Willi. Und wenn ich da draufklicke, habe ich dann auf der Seite, die ich gestern eingerichtet habe, die Bankverbindung drauf. Das heißt, ich kann direkt auf das Girokonto spenden, wie gerade gesagt wurde, mit 5 Euro im Monat. Oder wenn ich eine Spendenquittung benötige, geht das ab 500 Euro, dann läuft es über den Verein und hier werden auch die Gelder dann dem Haus direkt zugeordnet, steht auch drin der Verwendungszweck, sodass auch hier das Geld zu 100% dem Bedürftigen wieder zugesprochen wird. Das heißt, die reichen dann über diesen Betrag einfach eine Rechnung ein und der Verein bezahlt dann die Rechnung. Egal welcher Weg gewählt wird, jeder Cent kommt zu 100% bei den Bedürftigen an. Dritte Möglichkeit zu spenden ist der Bildband von Annette Baumgartner, ist auch auf der Seite drauf. Ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk in höchster Qualität. Der Bildband kostet 28 Euro, 12,50 Euro werden hiervon gespendet. Und da gibt es ein Kennwort, ist auch schon auf der Seite drauf. Wenn ich das Kennwort bei der Bestellung hinterlege, wird auch diese 12,50 Euro Spende dem Haus direkt zugeordnet. Wunderbar. Also ich denke mal, das ist jetzt wirklich alles beantwortet worden, was wir euch an Fragen sind. Und ich kann es auch nur bestätigen, hier geht wirklich die Kohle direkt zu denen, die es am nötigsten benötigen. Und du hast 41 Objekte, ja, da ist für jeden was dabei an Unterstützung. Man, ja, erfährt auch noch ein bisschen was über die Menschen dahinter. Du berichtest da auch noch ein bisschen drüber. Ja. Und wir bleiben in Kontakt. Also, mal gucken, wenn ich überfahren werde hier. So, wir bleiben in Kontakt. Ich halte das immer auf dem Laufenden und werde auch mal das Bildband oder den Bildband mal einblenden, sodass jeder mal sieht, was, ja, das ist. Vielen, vielen Dank. Weiterhin viel Erfolg. Bleibt gesund. Danke.